Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Ärzte, die sich im Ausland zugunsten von Menschen einsetzen, die medizinische Hilfe dringend notwendig haben. Das ist bei Checkup, das Gesundheitsmagazin, für die nächsten 3 Wochen jeden Montag unser Thema. Wir starten mit Marie-Joseph Weiss. Die Krankenschwester aus Lausanne arbeitet seit 33 Jahren dort im Spital. Daneben hat sie praktisch ihr ganzes Leben an einem Aufbau eines Spitals in Yaoundé investiert. Das ist ihre ursprüngliche Heimat in Kamerun. Marie-Joseph Weiss arbeitet seit 33 Jahren als Anästhesiepflegefachfrau in der Hirslanden Klinik Boisserf in Lausanne. Die heute 67-Jährige kommt ursprünglich aus Yaoundé, das ist die Hauptstadt von Kamerun. Schon in ihrer frühen Kindheit war sie mit Armut und Tod konfrontiert. Ich bin in einer sehr kinderreichen Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat 16 Kinder auf die Welt gebracht. 8 sind gestorben, 8 haben überlebt. Später, als ich 14 war, habe ich meiner Tante geholfen, die als Krankenschwester in einer Kinderklinik gearbeitet hat. Viele Kinder sind dort gestorben. Das hat mich stark geprägt. Aus diesem Grund wollte Marie Weiss in den 70er Jahren Hebamme werden. In Frankreich hat sie sich dann als Anästhesieschwester spezialisiert. Gleichzeitig baut sie in Yaoundé ein Waisenhaus auf. Doch bald ist für sie klar, dass die Bedürfnisse der Kinder und der Bevölkerung weit über das hinausgehen. Ich habe die Hebammenausbildung gemacht, damit ich mich um die schwangeren Frauen und die Neugeborenen kümmern kann. Das kritische Alter ist in Afrika bis 2-jährig. Bis dann braucht es eine gute Überwachung. Ich habe die Anästhesieausbildung gemacht, damit man auch wirklich helfen kann. Und wenn es keinen Anästhesiearzt herum hat, dann konnte ich selber einspringen. Ich musste intervenieren. Si j'avais pas d'anesthésie sous la main, je pourrais intervenir moi-même. 1985 heiratet Marie Weiss einen Schweizer Architekt und arbeitet dann zuerst im Wallis und seit 2007 für die Klinik Boisserf in Lausanne. Gleichzeitig verwandelt sie das Waisenhaus in Yaoundé ins Spital Marie Weiss um. Malheureusement, il s'avère que. Wenn die Kinder krank geworden sind, haben wir nicht gewusst, wo wir sie pflegen oder ins Spital bringen sollen. Die Kosten dafür wären auch viel zu hoch gewesen. Darum haben mein Mann und ich beschlossen, angrenzend als Waisenhaus eine Krankenstation für Kinder und den Rest der Bevölkerung zu eröffnen. Marie Weiss hat während ihrem ganzen Berufsleben ihre Einkünfte und ihre Zeit dem Aufbau des Spitals Marie Weiss gewidmet. Das Spital ist eine nicht gewinnorientierte Einrichtung mit 30 Mitarbeitern, die die Gesundheitsversorgung der armen Bevölkerung ermöglicht. Es hat einen Notfall mit Ambulanz, medizinische Grundversorgung, Maternität und Pädiatrie, Chirurgie, Zahnarzt, Labor und Apotheke. Das Spital Marie Weiss ist eines von nur gerade 4 Spitälern in ganz Kamerun und damit ein wichtiges Zentrum geworden. Et puis vous verrez, nous avons d'autres activités à l'intérieur de l'hôpital. En dehors des vaccinations, des... Wir machen auch Prävention, Impfungen, Familienplanung. Und dann haben wir auch einen Brunnen gebaut, wo die Einwohner Wasser holen. Es gibt 400'000 Einwohner in Yaoundé und sie haben alle kein fließendes Wasser. Das ist ein grosses Problem. 400'000 Habitants dans Yaoundé qui n'ont pas d'eau courante. Alors, c'est un problème aussi. Orthopädisches Zentrum Medical, der Chirurg Jacques Valeton und das Spitalteam unterstützen Marie Weiss seit vielen Jahren. Sie organisieren Wohltätigkeitsanlässe und informieren die Mitglieder der Fondation Marie Weiss. Que représente Marie pour moi? Marie, c'est Die Marie ist für mich ein Beispiel für echten Elan. Sie setzt sich für ihre Mitmenschen ein und versucht für sie gute Lösungen zu treffen. Sie hat begriffen, dass es eben nicht lange nur einfach zu lächeln. Man muss den Menschen etwas Konkretes bieten. Diese Menschen haben wirklich Hilfe nötig. Das ist die Kraft von der Marie Weiss. Sie kann sich gegen alle Widerstände der Verwaltung durchsetzen. Bett, medizinische Geräte, technisches Material, vieles, was über die Jahre in der Klinik Boisserf hat müssen ersetzt werden, aber noch funktioniert, hat seinen Weg nach Yaoundé gefunden.
Wenn Sie an der Fondation Marie-Joseph Weiss etwas spenden möchten, dann finden Sie die Adresse auf unserer Homepage. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.